So, hier sind wir schon wieder bei PlaySample und heute ist Sonntag. Natürlich mache ich heute nicht so viel, dass ich auch ein bisschen Entspannung habe, ne? Ja, und da habe ich mir gedacht, die Rakete haben wir von außen schon ein bisschen fertig, ne? Also nicht bisschen, also ganz schon fertig. Und dann habe ich gedacht, wir machen jetzt nur noch hier, so damit wir mit der Rakete ein bisschen durch die Gegend flitzen können, ne? Habe ja schon gleich gerade versucht, ein bisschen zu bauen. Habe ich auch einigermaßen hingekriegt. Also. Ja, genau, so habe ich es gebaut. Ha! Hat das so gespeichert oder was? Scheiße, Mann. Natürlich wollte ich euch das zeigen. Das ist natürlich kacke gelaufen jetzt hier, ne? So, wir machen das nochmal weg. Weil wir müssen das ja, ne? So tun, als wäre nichts gewesen, ne? So, das eben weg, das eben weg, das eben weg, das und das. So, und dann ist das zu. Zack, zack, und das ist zu. So, jetzt tun wir mal so, als wäre nichts gewesen. So, also wir bauen das jetzt mehr aus. Ja, die Gläser. Und seht ihr, ja, könnt ihr jeweils immer noch welche da überstehen, wegmachen. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier erstmal. Habe ich den Netherquarz genommen, so damit man separaten. Was ist das? Ein Sitz bekommt. So, den machen wir jetzt erstmal hier so. Dann machen wir jetzt erstmal in der Mitte dann hier das Knöpfchen hin. Und da müssen wir, glaube ich, noch zwei rausschlagen, dass wir so drei Stück haben. Gucken, ob ich das noch hinkriege. Jetzt müssen wir diesen Kolben dahin machen, diesen Klebekolben. Und hier auch. So. Und dann machen wir noch diesen Nähter-Dings dahin. So. Genau. Dass der, wenn er auffährt, komplett bis hier in der Ecke ist. Okay, dann haben wir das gemacht. So, den Klotz habe ich dahin gemacht. Dann müssen wir jetzt hier mit Redstone verbinden wir das jetzt erstmal. Patsch. Gucken, am besten so. Gucken, ob das jetzt so geht. Wir machen jetzt erstmal hier einen hin. Ne, muss ja von da aus gehen, wo ich dann sitze. Hier sitze ich. Da muss man drauf drücken. Das heißt, ja, hier ist ein Kabel bis da und da ist ein Kabel bis da. Dann machen wir hier in der Ecke eine Fackel hin, dann leuchtet das. Okay. Jetzt müsste ich noch. Jetzt haben wir es so gemacht, dass es leuchtet und es ist zu. Okay. Hoffentlich erkläre ich das auch jetzt so gut, dass das jemand bauen kann. Aber ihr seht das ja selber, wie das gebaut wird. Und das müsste jetzt, wenn wir jetzt einen Linksschalter machen und drauf drücken. Ne. Da müsste er natürlich ausgehen. Das macht er nämlich nicht. Da müssen wir noch. Scheiße, Mann. Was müssen wir denn noch machen? Ein bisschen verlängern oder so, ne? Scheiße, dann müssen wir noch einen weiter nach da machen. Das heißt, hier müssen wir noch nach da hin bauen. Das heißt, einen verlängern wegen dem Kabel. Aber das könnt ihr selber umpopeln, wie ihr es am besten macht. Ich mache jetzt einen länger. Das muss ich dann wegmachen. Geht der Eingang halt anders. So, dann machen wir hier die Nähtersteinchen dahin. Da. So, und dann machen wir hier wieder alles zu. So, dass das hier nur ein Eingang ist zum runden Durchflutschen. Ne? So hier, da, patsch, patsch. Ah, da muss ich ja auch das gleich umändern, dass das hier auch ein bisschen hier eine andere Treppe machen. Das bedeutet, da muss das hier so zu sein. Dann ist das hier der Eingang. Hier ist der Dingsitz, da ist der Sitz. Da muss ich das gleich ein bisschen umbauen. Ich glaube, das kann man auch noch umbauen. Ja, kann man noch. Man hier hinsitzen kann, dass man sagt, einer sitzt da, einer sitzt da und dann drückt man da drauf. So, jetzt haben wir das gemacht. Okay, das ist ein bisschen weiter weg. Dann können wir hier auch ein Kabel ziehen. Ein Kabel ziehen, da ein Kabel ziehen, so weg, dass das ein bisschen weiter weg ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sind die beiden zu, ne? Ja, und jetzt drücke ich drauf. Genau, so muss das sein. Also ist das so. Müsst ihr zwei Kabel nehmen, dann den was ist das, die Fackel dahin und dann die Dings, wie heißt das, den Knopf, so dass das zu ist. Und wenn ihr drauf drückt, in dem Augenblick geht er auf. So, das bedeutet, jetzt haben wir das soweit gebaut und können wir hier, glaube ich, zumachen. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ja, okay, geht zu. So, also, dann verschwindet das wieder und dann einen davor, hier davor. Dass das ein Sitz wird. Muss erst mal gucken, wie wir es am besten basteln.
So, dann ist jetzt wieder euer Geschmack, ne? Also das ist das jetzt hier. Dann habe ich hier, das lasse ich offen. Zwar hier nur so weit bauen, wie wir auch damit gucken können. So. Machen wir hier so ein Pult hin gleich. So, dann haben wir das erstmal gebaut. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, ey. Puh. Schätze ich mal, jetzt haben wir 4 Minuten gebaut, ne? Ungefähr. Auf jeden Fall. Jetzt machen wir jetzt, drücken wir hier drauf und geht's auf. Okay, dann fahren wir durch. Dann mache ich jetzt hier, machen wir vorne mal eine Stufe hin, dass das nicht zu hoch wird. So, gucken, ob das geht. Stufe dorthin. Stufe geht dahin. Alles klar. Da ist Stufe hin. Okay. Jetzt müssen wir es nämlich so bauen am besten, dass wir hier. Hier geht eine Stufe hin. Da geht eine Stufe hin. Dass die Leute auch wirklich sich auch da mit den Arsch draufsetzen, ne? Oh ne, da habe ich mich wieder dabei hier zugemacht. So. Dass die in den Flugmodus rausgehen. So, dass die halt so drinne sind. Zack, so sind die drinne. Nicht im Flugmodus. Also so, Flugmodus. Dann draufdrücken, zack. Und dass die so, platsch, drauf sitzen, wenn ihr draufdrückt, zack, durchfallen. Moment. Ich muss ja gerade husten, ey. So. Jetzt geht's sofort weiter. Was war das denn? Voll Reizhusten gehabt, ey. So. Ja, wir sind stehen geblieben jetzt hier. Also, dass die Leute, dass die hier sitzen bleiben und wenn ihr da drauf drückt, die dann da durchhuschen. Dann gehen wir im Flugmodus. Zack, und dann da durchfallen. Hier muss ich das natürlich auch bauen. Und dann könnt ihr ja selber kreieren, wie ihr die Sitze am besten macht. Und dann könnt ihr hier noch, ja, aber je nachdem, ich weiß es nicht, Knöpfe, Schalter und je nachdem halt ein eigenes Pult bauen, ne? Gucken wir mal ein paar Knöpfe, Schalter, was wir so am Start hier haben. Gucken wir mal hier so Knöpfe, Schalter. So halt, dass es ein bisschen, ne, was hermacht. Ihr wisst ja selber, welcher Knopf das ist. Dann am besten kommen wir noch eine Dings, habe ich da gemacht. Eine Luke. Das heißt, warte. Druckplatte nicht. Sondern eine, wie heißt das, wenn es aufklappt, die Kacke. Wie heißt das denn? Fällt mir jetzt nicht ein. Warte mal. Wenn ich gleich sehe, hier. Holztür, Eisentür. Geht die auch Reisentür? Warte mal, jetzt nehmen wir den, tun wir die hin. Davor knallen? Ne, geht nicht. Geht die gar nicht, die Eisentür? Das ist kacke, warte mal, jetzt machen wir anders. Wir nehmen, glaube ich, die Holztür. Die Eisentür ist ja auch automatisch, ich weiß es nicht. Manche Dinge habe ich noch gar nicht ausprobiert gehabt. Warte mal, wo ist denn jetzt die. Was soll das Holzding denn jetzt mal, ne? Da, Holz. Blim, blim, blim. So, jetzt das Holz. Geht die davor? Geht gar nicht davor, oder was? Meine Fresse, ey. Wie habe ich den denn gebaut gehabt? Warte mal, jetzt machen wir den davor. Und dann die Falltür davor. Ja, genau. So, damit keiner weiß, dass hier am besten der Knopf ist. Ja, dann müsst ihr, also, wie ihr seht ja selber, könnt ihr selber basteln, wie ihr wollt. Wenn die davor ist, der kann nicht weg, also muss der noch da bleiben. Und dann der davor. Okay, dass ihr dann hier so sich draufsetzt. Je nachdem, ihr könnt ja selber sehen, wie ihr es baut. Es ist nur das Prinzip, wie das funktionieren soll. Das heißt hier, dass ihr drauf drückt und dann zack gehen die Dinger auf. So. Jetzt machen wir das erstmal hier so, dass wir hier durchfallen. So. So, jetzt sind wir durchgefallen. So, das ist jetzt im Weg. Und das baue ich jetzt eben weg. Das muss ich ja umbauen. Oh, jetzt habe ich den Dings da weggemacht, den Stein, ne? So, den Stein da wieder hin. Und da muss ich gleich den Eingang ein bisschen anders bauen.
So, ich muss ja euch noch ein bisschen was geben. Das ist ja nämlich alles, das sagt ja super toll. So, jetzt nehmen wir schwarze Wolle. Wo ist die schwarze Wolle? Schwarze Wolle. Tun wir mal hier hin. So, jetzt muss die schwarze Wolle hier dran kommen. Und genau hier, so dass das hier abgetrennt wird. So, jetzt muss ich gucken, was ist auf der Seite denn? Gar nichts, ne? Also können wir das hier auch schwarz machen. Das sieht ja sowieso keiner. Das ist dann hier die Rückwand, ne? So. So. So, dass komplett schwarz ist. Und ich mache mal eine Lampe rein, damit wir hier noch ein bisschen Licht haben. Das gar nicht mehr seht. So, Lampe eben rein. Zack, zack. So, damit ihr auch was seht. Ach so, man kann auch ein Getränk nehmen. Ja, Doofheit, ne? Aber das vergisst man ja auch meistens immer. Den Nuckeltrank der Nachtsicht. Okay, den ziehen wir uns rein. Dann können wir auch was sehen. Ne? Brauche ich nichts über Lampen reinpopeln. So, jetzt auf geht's. Schack, bumm, so ist jetzt hell. So, jetzt seht ihr ja, jetzt müssen wir einfach nur hier, wo das genau ist. So, fängt das an. Dann haben wir hier, die bauen wir es am besten so, dass wir nur durch das Loch fallen. Das wir hier vorne machen. Okay. So, jetzt dürfen wir nur eigentlich nur durch das Loch fallen. Das bedeutet, ihr baut das so. Mal gucken, ob ich dann hier jetzt komplett schwarz immer mache. Dass hier komplett auch weggemacht werden, warte. Ich schon dachte, das baue ich ja an, der Eingang wird anders gebaut, so dass wir das so bauen, dass hier nur durch dieses Loch fällt, wo derjenige seinen Sitz hat. Ne? Und das baut ihr bis unten hin. Bis unten hin baut ihr das. So. Bis unten hin. So. Dass er so durchfällt. Genau. Das müsst ihr bis unten hinbauen. Jetzt. Das heißt also, dass die Etage, das kann ja noch weg. Aber hier komplett bis unten hin. Wenn wir unten angekommen sind. Ja gut, dann könnt ihr hier die zwei Steine freilassen und lässt das erstmal hier offen. Machen wir drei Steine, lässt er offen, weil das wird jetzt hier was anderes. Also baut ihr das jetzt so. Zwei, kann man sagen, Schläuche, wo die Sitze drin sind, komplett nach unten. Bin ich denn jetzt da? Ach so, muss das auch noch weg machen. Okay. Also. Der ist der. Okay. Dann haben wir den noch. Hier dran. Also das war es ja eigentlich schon. Guck mal, das sind nur drei Steine. Also rucki zucki, meine Fresse doch. Ja? Und dann müssen wir die eine Seite auch noch. Dass das hier komplett schwarz wird. Da war ja nix. Ne? Da war ja nur diese Hohldings da. Da ist nichts. Ja. Da ist nur das Ding. Das geht bis unten hin. Okay, das können wir machen. Gut, dann wird das hier so zugebastelt. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ich weiß ja nicht, wie lange ich will jetzt schon hier rumeiern. Auf jeden Fall, das baut hier erstmal. Und dann sind wir, wenn wir unten angekommen sind, dann bauen wir das mit euch. Dann bauen wir das hier mit den Nähter. Wenn da unten angekommen wäre, patsch, hat der Meter und fatsch, weggeflogen. Leider mit der Rakete weg. So, jetzt testen wir uns mal kurz an. Und wie ich schon sagte, ihr könnt ihr euch ja selber hier ein bisschen kreieren. Da muss ich hier noch den Eingang ein bisschen besser bauen. Und wie ich sagte, da könnt ihr euch selber hier variieren. Aber wichtig ist nur, dass ihr so separat die Leute, dass er sagt, geht auf den Flugmodus und die dann so drin sitzen. So, jetzt gehen wir mal hier hin. So, zack, okay. So, bin ich drinne? Fliegen, nicht fliegen. So, zack, drinne. So, okay, drücken und dann genau. So muss das dann aussehen. Da machen wir jetzt später noch. Warte mal, wenn wir das hier schwarz machen. Ich weiß nicht, ob wir da noch jeweils ein so ein Steinchen reinmal machen. Weil immer jeweils eins, zwei so verschiedene.
wie das dann aussieht, das dann so aussieht, als würde man hier durchs All fliegen, in die Richtung gucke. Dann würde ich sagen, baut ihr das erstmal so weit, weil ich jetzt weiß nicht, wie lange das Let's Play wieder gegangen ist. Habt ihr was wieder zu bauen? Und morgen machen wir den Rest und dann ist die Rakete komplett tippitoppi fertig, da kommt nichts mehr dran. Wenn wir sagen, Rakete fertig, so, nächstes Projekt. Dann fange ich auch mit CN Tower mal endlich an. So, durch. Ja, könnten wir auch machen. Dass das hier so ein bisschen, seht ihr ja, diesen Effekt gibt. Also ist euch überlassen. Ob ihr das jetzt auf der anderen Seite auch so macht, dass das jedes Mal, wenn er durchgeht, diesen Effekt habt, ne? So. Genau. Könnt ihr auf der Seite auch genauso machen. Dass das so diesen Ring dann erscheint, ne? Das schätze ich, mache ich dann so. Ja, dann kommt das besser zur Geltung, so. Okay, ihr wisst Bescheid, baut das erstmal so weit, wie wir es gemacht haben, bis hier unten angekommen seid, dann lässt er drei Steine frei, weil ab hier unten kommt das System, und dann, wo ihr dann weggeflogen werdet in den Nether. Also, viel Spaß und wir sehen uns wieder bei PlaySample.